Am Donnerstag wurden im Zoo die Nachwuchsmusiker des Konservatoriums ausgezeichnet. Sie haben beim Bundeswettbewerb von Jugend musiziert herausragend abgeschnitten. Das bedeutet, sie belegten den ersten oder zweiten Platz. Da diese aber nach Punkten vergeben werden, dürfen sich einige Jungmusiker im ganzen Land mit diesem Preis schmücken. Zwei Schüler des Konservatoriums haben jedoch die Höchstpunktzahl erhalten und machen die Kunstschule pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum besonders glücklich und stolz. In dem Fall von Danilo und Johanna sind sogar noch weitere Sonderpreise mit hochdotierten Förderungen verbunden gewesen im vierstelligen Bereich. Und das ist wirklich schon eine ganz tolle Möglichkeit, Perspektive. Es haben sich schon viele neue Vorspielmöglichkeiten ergeben. Jeder von ihnen hat enormes Talent. Das wurde belohnt mit Preisen, gestiftet von der Sparkasse. Viele Jugendliche, die im Konservatorium ihre musikalische Ausbildung begonnen haben, studieren heute erfolgreich ihr Fach. Und auch auf diese Jugendlichen kann in Zukunft gebaut werden. Das wurde an diesem Tag klar.